Berlin, Hermannplatz, Six, All in the Mix und herzlich willkommen zu einem Video. Berlin-Neukölln, 7 Tage Berlin-Neukölln und das ist der 3. Tag. Ich würde sagen, das war die Einleitung. Berlin-Hermannplatz hinter mir, alles voll. Hektik in Berlin-Neukölln. Wir sind hier übrigens an der Grenze zwischen Kreuzberg und Neukölln. Das ist hier so gesehen Kreuzköln, aber macht ja nichts. Wir gehen heute in die Sonderlee und checken, was hier so los ist. Von der Sonderlee kriegt man nie genug. Wir gehen jetzt hoch und ziehen uns das nochmal rein. Ganz, ganz wichtig. Heute ist ein sehr, sehr super warmer Tag. Und ich bin wirklich gespannt, wie die Leute draußen am Abend, ich glaube 20 Uhr. Und ja, ich würde sagen, Daumen nach oben, Abonnieren aktivieren und los geht's. Intro. Berlin-Neukölln, Freunde. Direkt am Hermannplatz. Seid ihr gespannt? Gleich der erste Blick, wenn wir hochkommen. Mal sehen, wie das Ganze hier aussieht. Ich hoffe, euch geht's gut, Freunde. Ganz wichtig, Daumen nach oben, folgt mir auf Instagram und auf meinem zweiten YouTube-Kanal. Alles in der Infobox verlinkt. Ganz, ganz wichtig. Ja. Boah, was geht hier ab nach der Wärme? Oder in der Wärme. Der olle McDonald's hier. Und der Typ hier mit den Grillbratwürsten. Ja. Interessant aus. Hat sogar eine Rolex an. Der Typ. Hallo. Sehr, sehr interessant, was hier so abgeht. Gleich die ersten, die mich grüßen. Aber vom Fame wird man nicht satt, Freunde. Mir geht es wirklich nur ums Überleben. Der Rest interessiert mich nicht. Freunde, aber die waren sehr, sehr nett. Wir gehen jetzt kurz rüber und ich zeige euch ein bisschen die Sonderlee. Heute mal wieder. Ja, verschiedene Menschen mit unterwegs hier. Wenn ich sage verschiedene Menschen, das ist wirklich so. Touris dazugezogen. Boah, ein sehr, sehr warmer Tag. Auf geht's durch die Sonderlee. Fahrradweg, ich hab schon gesehen. Mensch, ich hab's doch schon gesehen gehabt. Typ, der nach Kleingeld fragt. Moment, ich hab. Moment, ich guck mal. Oh, ich bin alt. Ja. Mach's gut, ja? Danke. Ciao, ciao. Ja, der arme Typ hat mir leid getan, auf jeden Fall. Muss ja nicht sein, ne, dass man einfach so vorbeiläuft. Ja. Ja, Freunde, Sonderlee. Bisschen Sirene mal kurz für einen Augenblick. So ein Pieper. Ah, habt ihr gesehen, da läuft's halt. Ja. Und ja, was soll ich sagen? Ja, komm, einmal One-Tag, habe ich mir gedacht, durch die Sonderlee. Die Sonderlee lohnt sich immer wieder. Krankenwagen-Sirenen. Heute mal zu Fuß, Freunde. Fällt euch was auf? Heute mal zu Fuß. Willkommen zu Hause, Neukölln, Sonderlee. Alle Tage wieder und immer wieder. So. Oh, Bro. Lass mich da zusammen. Mal wieder in der Sonnenallee. Wo sonst? Nirgendwo ist es schöner als in der Sonnenallee. Achtung. Ein wundervoller Anblick. Ein wundervoller Anblick, Freunde. Besser geht's nicht. Guck mal hier. Was geht hier ab, Digga? Ja, genau. Genau. Ja. Und ja, schaut mal ein bisschen an, was hier so los ist. Wir gehen jetzt ein bisschen spazieren. Boah, es ist richtig warm, oder? Zu warm. Ich habe gehört, dass Katja ihre neue Getränke rausgebracht hat. Die würde ich ganz gerne mal reinziehen. Mal gucken, wo Katja ihre Getränke verkauft. Ich habe gehört Rewe, aber ja. Wir gucken uns das an. Sugar Mami heißt das. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wie geht's, Bruder? Alles klar? Wie läuft's, Jungs? Mittlerweile ganz Berlin. Was geht ab? Ich bin Six. Danke. Und ja, was geht ab? Die Leute haben Hunger. Guten Appetit. Ja. Eine
Ecke die Leute, die essen. Und jetzt folgen mir ein paar Kinder, das mag ich gar nicht, so den Stil. Aber schaut mal, was hier abgeht. Vibes vorne, das ist der Vibe. Ja. Gegenüber nochmal ein bisschen hier, wie wir sehen. Und ja, die Leute packen schon so ein bisschen ein. Es wird ja jetzt immer später, weil sie, ja, ist schon bald Feierabend, aber trotzdem noch so viel los wie nirgendwo anders in Deutschland. Ja. Ich glaube, Berlin-Sonderlee ist immer unschlagbar von der Besucherzahl. Ja, Bruder, schön warm. Geiler Tag übrigens. Super schön auf jeden Fall. Fliegende Verkäufer, fliegender Markt. Auch sehr interessant, so ein bisschen Schwarzmarkt muss auch sein. Auch sehr interessant, Digga. Wenn jemand Hosen braucht oder irgendwas, alles am Start. Ja. Sperrmüll gehört dazu. Was wäre die Sonderlee ohne Sperrmüll? Sperrmüll gehört auf jeden Fall dazu. Ja, natürlich, natürlich. Mach schnell ein Foto. Mach's gut, ja. Deswegen hat sie mich auch so lange verfolgt. Aber alles gut. Ja. Okay, okay, okay. Wir gehen jetzt hier ein bisschen weiter durch den Shop. Und ja, gerade hier am berühmten Risa vorbei. Ich habe richtig Hunger gerade. Ja. Schaut euch an, was für ein Full House. Heute ist full, full. Ja. Full, full, full. Machen wir eure Taschen zu. Die Taschennummer immer vorsichtig, weil wegen Taschendiebe schon heftig hier. Auf jeden Fall. Die habe ich meistens, die passe ich meistens hier auf meine Wertsachen auf. Ja, ich will die Leute nicht abstimmen, aber ich sage ja nur, hier gibt es manchmal Leute, du kannst so schnell nicht gucken. So schnell geht das. Ja, hey, RZA gibt es auf jeden Fall nochmal auf der anderen Seite. Respekt, die Leute haben es geschafft. Ja, ich schaue auch mal demnächst mal vorbei. Ich habe jetzt schon eine Weile nicht gegessen, habe ich auch schon öfters erwähnt. Jetzt, Bruder. Aber die haben auch jetzt Reis dazu. Reis habe ich vorher noch nicht gesehen hier. Jetzt haben die nicht nur Pommes, auch Reis geben die dazu. Nice, nice. Die Sonderlee lebt wie keine andere Straße. Zum Sonnencenter müssen wir auch noch gehen eigentlich. Darum geht es mir eigentlich. Wenn wir schon mal hier sind, müssen wir auch mal zum Sonnencenter gehen. Das nächste Mal. Sonst die Straßen drumherum. Ja, ihr seht ja, es ist halt wirklich sehr beliebt und daher auch etwas belebender auf den Straßen. Ja, das darf man nicht vergessen, dass hier täglich so viele Leute am Start sind. Ja, also so ist das. Panierstraße an der Ecke, Bruder. Das sind die Panier-Vibes, Digga. Das sind die Panier-Vibes. Wir gehen jetzt mal ganz kurz. Es ist rot. Das kann ich euch zeigen. Panierstraße, Ecke Sonnerlee. Dieser Gemüse-Kebab, da ist eigentlich auch ganz cool. Dieser Gemüse ist da. Was gibt's hier sonst? Ja, Alter. Auf jeden Fall eine sehr, sehr unterhaltende Straße, wenn man das hier so sieht. Und an jeder Ecke ist ja irgendwas. Ihr seht ja da vorne zum Beispiel auch Shops. Und. Ja. Oh, ich hab Hunger, Bruder. Vielleicht gehen wir auch mal zu Asam. Ich habe hier öfters mal gesehen gehabt, auch bei anderen YouTubern, ja, die auch sehr oft bei Asam waren. Und die will ich mir mal reinziehen. Die möchte ich mir mal reinziehen. In Zukunft werde ich auch mal zu Asam gehen oder zu diesem Laden hier zum Beispiel. Ich hatte auch, habe ich euch mal erzählt gehabt, ich hatte auch eine Art Show. Ich hatte schon mal geplant, eine Art Show zu machen in der Sonnerlee. Und ja, so 30 Tage Sonderlee und dann wirklich jeden Laden hier aufchecken, ob es jetzt so eine Shisha-Dings ist, mit den Leuten reden, kommunizieren und sie nach den Angeboten fragen oder ob das so Läden sind oder so Läden wie Asam und so da hinten. Überall einfach reingehen, mit denen chillen, mit denen essen, mit Leuten sich unterhalten. So eine richtige Show draus machen, mit Drohne, mit Musik im Hintergrund, so ein bisschen... 5 Blogs oder wie auch immer das heißt. Ich guck keine deutschen Sachen. Sorry. Wenn ich mich so versprochen habe. Ja. Und ja, Bruder, was soll ich sagen? So, wie viel willst du heute verlieren? Wie geht's? Alles klar? Ah, der Bruder, ja, ich kenne dich noch. Natürlich, natürlich. Wie läuft? Alles gut? Alles klar? Lange nicht gesehen eigentlich, was hast du gemacht? Bruder, ich arbeite. Chillen, ja? Okay, gut. Du bist nicht so wie ich, der rumläuft noch. Aber das nennt man auch, ja. Arbeit, wa? Ja, ist schwierig.
Umso mehr du machst, umso mehr nimmt der Staat. Ja, aber dann machst du mal mehr. Ja, schwierig. Du mehr bekommst. Ja, mal gucken, ich was weiß, passiert. Die nehmen die Hälfte. Die nehmen viel. Ja. Mach's gut, oder? Ja? Ciao, ciao. Ja, Bruder. Cooler Typ, den kenne ich auch noch aus der Sonderlee. Aber auch vorher, wo ich ihn mal gesehen habe, am Alexanderplatz damals, war ja sehr oft. Der war ja auch einer der Flüchtlinge, die neu gekommen sind damals, 2015. Und ja, hat inzwischen sehr gut Deutsch gelernt. Ich würde sagen, er ist auch einer der Beweise hier draußen, die zeigen, dass Leute sich integrieren auf jeden Fall. Ja? Und ja, was soll ich sagen? Full House. Jetzt kommen wir gerade bei Asam Fischrestaurant vorbei. Aber er hat auch einen ganz normalen Restaurant, nicht nur Fisch. Hier würde ich ganz gerne auch mal über gerne essen gehen. Sehr, sehr gerne. Guck mal, Asam, Fisch und Co. Ja? Der macht hier so Meeresfrüchte, Seafood halt. Ne? Sieht mir auch sehr, sehr gut aus. Ja. Ist doch bei Asam, oder nicht? Das ist bei Asam, wa? Ja. Ja. Oder? Entschuldigung, ist das bei Asam, ja, wa? Ist das Asam, ja? Ich weiß nicht. Asam? Ist von Asam, wa? Alles klar, danke. Wo ist der andere Laden? Hier vorne? Okay, danke. Der hat nur so hingenickt. So. Ich glaube, der versteht kein Wort. Ja. Ja, ist auch von Asam. Also einmal Fischküche und einmal hier so. Ich überlege gerade. Ja, ist Full House, Digga. Schaut mal bitte, was die haben. Die bieten so krasse Sachen an überall. Alles drum und dran. Ich habe auch Hunger wieder. Ja, Mann. Ey, die Sonderlee kannst du jeden Tag machen. Ja. Ach, guck mal, der ist sogar auch persönlich da. Guck mal hier, das ist Asam, ne? Wie geht's dir? Alles klar? Der ist sogar selber hier, Bruder. Ja, sehr gut, sehr gut. Guck mal, das war dein Fischrestaurant, ne? Genau, ich hab dir mal, glaube ich, schon mal geschrieben. Ja, genau. Von den anderen Videos habe ich nicht gesehen. Ja. Aber wo ist das andere Restaurant? Da hast du noch einen, oder? Hier vorne. Genau. Wir laufen noch vorbei. Ich schreibe dir nochmal auf jeden Fall. Ja? Okay, komm vorbei. Dankeschön, ja? Mach's gut. Freunde, der ist sogar vor Ort hier. Aus dem Nix war der Asam selber hier. Ach, hier, guck mal. Hier, das ist der Laden. Ich bin fast weggeflogen. Guck mal hier, das ist Asam, Freunde. Das ist sein Laden. Eins. Da vorne der Fischladen 1 und das ist der 2. Und hier werden wir demnächst mal hinkommen und so richtig auseinandernehmen. 30 Tage Berlin Sonderlee, Neukölln. Das werden wir machen. Wenn die Videos nicht viral gehen, weiß ich auch nicht. Das werden wir aber auf jeden Fall machen. Ja. Und ja, da sind noch andere Läden in der Nähe. Und was soll ich sagen? Wir gehen auf jeden Fall zu Asam das nächste Mal. Ja? Wir sind hier in der arabischen Welt. Ja? Ich filme mich. Ja, dann bleib cool. Ja? Wie die Leute sich aufregen. Öffentlicher Ort, Bruder. Chill out. Ja, ey, auf jeden Fall. Sorry. Sonderlee Vibes. Ja, was soll ich sagen, Freunde? Ja. Ein bisschen das, ein bisschen das. Geht schon. Freunde, das ist die Sonderlee bei Asam gerade gewesen. Der eine Typ, der, Digga, Alter, weißt du, lass ihn reden. Wir machen unser Ding, Freunde. Ja, straight. Straight, Digga. Käse ausgepackt, straight, Digga. Warm. Runtergeworfen. Besser geht's nicht. Das ist die Sonderlee, Freunde. Ihr müsst euch an diesen Lifestyle gewöhnen. Leute vor allem, die nicht aus Berlin kommen. Zum Beispiel aus Bayern, NRW oder so. Die NRW-Leute kennen das schon so ein bisschen vom Stil her. Aber ich kann euch doch mal sagen, Leute, die diesen hektischen Lifestyle nicht kennen in Berlin, vor allem nicht in Berlin oder Köln, wenn sie das nicht kennen, ist das für sie am Anfang so, boah, die erschrecken sich richtig krass. Die denken sich, fuck, boah, wo bin ich gerade? Aber wenn ihr hier seid, müsst ihr diesen Lifestyle akzeptieren, weil Berlin Sonderlee ist anders. Ja, deswegen kann man hier 1000 Mal vorbeilaufen. Die Leute werden das immer gucken. Ja. Und ja, heute Amerikas T-Shirt an, Mexiko. Das ist das bekannteste Trikot, ja, die bekannteste Nationalelf aus Mexiko. Und ja, hier bei Barbershops. Ja, Bruder, was soll ich sagen? Super Gegend, super Leute. Sehr spendabel, seht ihr das? Die schmeißen nichts weg, die geben auch immer weiter. Also die schmeißen nichts weg. Die achten schon darauf, dass sie das weiter an Leute vergeben, oder? Ne? Feier ich auf jeden Fall, Bruder. Wie sonderlich. Zum 1000. Mal immer wieder gerne. Ja, ehrlich gesagt, habe ich auch Hunger. Auf jeden Fall. Wir werden das nächste Mal zu Asam gehen. 100 Pro. Weil der junge Mann ist sehr, sehr sympathisch und ich habe gehört, das Essen soll sein.
Also gehen wir zu ihm essen einmal. Warum nicht? Ich habe richtig Hunger drauf. Gerade sogar. Am liebsten würde ich ihn jetzt schreiben und sagen, Asam, ich komme jetzt zu dir, Bruder. Scheiß drauf. Al-Safa, Café. Was gibt's noch? Apotheken. Bla bla bla. Das andere Chicken House, das andere Ding. Fulda Straße. Ja, Fulda Straße, SLS Home. Grüße ihn raus, schon wieder. Ey, ich bin immer hier. Ich glaube, ich bin öfter hier als SLS selber, Alter. Ja, Bruder. Mann, die Ampeln, die mache ich gar nicht. Was ich meine? Spielst du das überhaupt? 20:09, Freunde. Ah ja, jetzt grün. Ja, das ist hier so die Fulda-Ecke. Ja. Hier hängt der liebe Ringo ab. Und ja. What's going on, Alter? Ja. Musste mal sein, Freunde. Musste mal sein. Das ist Tag 3. Tag 2 war am S-Bahnhof Neukölln. Rathaus Neukölln. Da habe ich halt dieses Hintergrundbild mit dem Afghaner gemacht. Er ist ein cooler Typ gewesen, war lustig zum Schluss. Der gesagt hat, ich bin Kripo. Der gesagt hat, ich bin Polizist. Dass ich für die Polizei arbeite. So hat er gedacht. Viele denken das. Ja. Und ja. Ja, heftig. Die haben an jeder Ecke irgendwas. Na, schon ein Kulturschock? Verstehen Sie kein Deutsch? Doch? Alles klar. Der Typ, Alter. Die Gringos. Das sind unsere Gringos hier. Ja. Weil die Leute, die herkommen, sind Gringos. So gesehen. Ja. Die Weißen, also die Deutschen sozusagen. Ja. Bei uns sind das... So musst du dir das vorstellen. So, wenn die Helden hier rumspazieren, dann sagt man dazu... Also wenn Deutsche hier rumspazieren, sagt man dazu, ey, das sind die Gringos. Auf jeden Fall in der Gegend würde ich sie als Gringo bezeichnen. Weil wir sind ja so der Stil hier. Ja. Ja, hier vorne, Fahrschule, der Typ, den kenne ich auch noch so, oder? Ist das die Fahrschule? Ja. Ey, vorne, was soll ich sagen? Ey, 30 Tage machen wir eine Soap draus, 30 Tage Berlin Sonderlee, das wäre richtig krass. Ihr wisst gar nicht, wie, was für Impulse die Sonderlee hat, was man hier alles filmen kann, jeden Tag. Es gibt tausende Läden hier, man kann sehr viele Sachen machen, ja. Und ja, was soll ich sagen? Berlin Sonderlee. Zum Glück habe ich mir 2 Cola nochmal hinterhergeknallt. Deswegen laber ich wie ein Wasserfall. Ja. An jeder Ecke Spätis. An jeder Ecke irgendwas. Seht ihr das? So eine alten Saufhütten, die seit Jahren hier schon sind. Die sterben auch nie aus, ne? So langsam noch. Ja, vorne. So ist das. Und wo sind wir gerade? Immer noch an der Sonderlee. Super lang die Straße. Ja, Sonnencenter Berliner Köln wäre auf jeden Fall auch spannend. Wie gesagt, schon vorhin erwähnt. Dann hier eure Italisch. Ist gerade zu. Hier kann man zum Beispiel Nüsse, Kaffee, Orient, Rösterei sogar. Ja. Und hier so wie man es kennt, so Hood Vibes, was ich meine. Mit ein bisschen Graffiti. Ein bisschen ist gut. Ist alles voller Graffiti so. Ja, Mann. Ein wunderschöner Tag. Ich würde sagen, ja, Broskis. Ich würde sagen, bis da hinten vorne noch. Und dann würde ich sagen, das war's auch schon mit dem Video. Ein kurzer Abstecher, wieder über die Sonderlee. Der Tag hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Wir mussten hier vorbei auch wieder. Tag 3, Berlin Sonderlee. Tag 3 der Reihe 7 Tage. Eigentlich muss das 7 Tage versus Berlin heißen. 7 Tage gegen Berlin muss es eigentlich heißen. Ja. Und ja, schaut euch mal ganz kurz hier nochmal die Straßen an, gegenüber. Ja. Und auch vom, von dem, hier wär's das, vom bisschen Müll. Ja, von dem Zustand. Meine Fresse, ich habe das Wort gesucht. Ja, aber geht. Hier wurde es schon so ein bisschen sauber gemacht. Hier geht das schon besser ein bisschen. Naja. Ja. Berlin Sonderlee. Sushi Bars. Ist der Sushi Bar gut or what? Ja, Mann. Boah, hier ist ja richtig Hammer. Heftig. Heftig, heftig, wer hier wohnt hier. Hier war ich zum Beispiel 10.000 hier vorbeigelaufen. Aber hier war ich noch nie. An der Ecke zum Beispiel, ne? Und sowas halt, ne? Hallo. Ja, hey, Freunde, wir gehen kurz an die Straße, an der Erkstraße, Polizeistelle, Erkstraße, Sonderlee. Und dann hat sich das für heute auf jeden Fall erledigt. Ja, ja, Berlin Sonderlee, Freunde. Das war's. Wir kommen zum Abschluss. Ich bin der mit den AirPods, wurde gerade gesagt. Sehr gut. Oh nein. Mach's gut, mach's gut.
Dankeschön, Bro, Dankeschön, Bro. Aber es dürfen kleine Kinder rauf, Bro. Auch, ne, auch die Fleischerei kenne ich schon so lange, Alter. Die gibt es auch schon eine Weile. Ja, ey, die habe ich auch schon sehr oft gesehen hier. Wenn ich damals hier in die Hauptschule gefahren bin, Kepler Oberschule, hier mit dem M41er oder was auch immer hier ist, weiß ich gar nicht mehr, wie die Nummer hier ist, sind wir Richtung Kölnische Heide gefahren. Und ja, guck mal hier, auch nochmal in den Ecken, alles voll. Ja, ey, das war's mit dem Video, Freunde. Ich würde sagen, ich bin raus. Ja, mein Name ist J6, all in the mix. Und mach's gut, mach's gut. Pass auf, hier ist die Straße. Die Kinder sind crazy, halt. Das ist aber halt Neukölln, so, weißt du, juckt hier keine Sau. So, was ich meine. Juckt hier keine Sau, Freunde. Berlin Eckstraße, Polizeistelle, Eckstraße, Ecke Sonderlee, wir sind draußen. Danke fürs Zugucken. Das war das informative, schnelle Video heute. Sehr impulsiv, sehr, sehr lebend. Ja, bekannte Polizeistelle, wir sind draußen, Wildenburgstraße. Also da lang. Ja. Ja, ey. Wir müssen gucken, wo wir jetzt was anderes machen. Vielleicht morgen. Heute sind wir durch. Danke fürs Zugucken, Freunde. Haut rein. Peace. Six on the Mix. Abonnieren, aktivieren, kommentieren. Was haltet ihr von der Sonderlee? Und ist es wirklich so, auch eurer Meinung nach, man kriegt nie genug von der Sonderlee? Sagt mal ehrlich. Jetzt bin ich einmal durchgelaufen und ich habe so das Gefühl, am liebsten würde ich nochmal zurückgehen. Die Sonderlee ist wirklich sehr spannend. Ja? Also mir gefällt die Sonderlee auf jeden Fall. Freunde, wir sind raus. Haut rein. Bis zum nächsten Video.